Ich bin in Glasgow geboren, in Mary Hill. Das ist eines von den vielen Elendsvierteln in Glasgow. Wir hatten überhaupt kein Geld. Ich habe viele schwere Zeiten durchgemacht. Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Sogar als ich auf der Schule war, arbeitete ich, nachdem ich um 4 aus der Schule kam. Die Zeit war sehr schwer. Aus der Schule bin ich geflogen, weil ich einmal einen Jungen gehauen habe. Und es ist komisch. Wenn man die Schule verlässt, dann muss man vor den Direktor treten. Und dann ist da auch eine Frau vom Arbeitsamt, die deine Laufbahn sichern soll. Und sie fragte mich, was ich werden wollte. Ich sagte, etwas, was sehr leicht ist, ohne viel Arbeit dabei. Und ich sagte, ich will ein Showgirl werden. I'd like to do, you know. She says, in what lines? I said, something that, you know, doesn't take too much hard work to do. And she asked me, well, what? I says, I'd like to be a showgirl. Immer wenn ich nach Schottland zurückkomme, dann fragen meine Freundinnen, warum bist du noch nicht verheiratet? Verheiratet sein, das bedeutet dort, mein Mann arbeitet 7 Tage in der Woche, ich habe 5 Kinder und sie sagen, es ist großartig. Ich aber weiß, es ist nicht großartig. Sie sind nicht glücklich. Wenn ich jetzt ab und zu nach Hause komme, dann laufen sie weg und verstecken sich vor mir. Ich könnte schon mit ihnen sprechen, aber sie fürchten sich, mit mir zu sprechen. Sie denken, ich bin jetzt ganz anders gegenüber früher. Ich hoffe, ich bin's nicht. From what I used to be, which I'm not.